Ja, hallo und willkommen zurück. Ja, voller Vorfreude war ich ja eigentlich schon und habe gedacht, ich kann jetzt schon wieder mit dem Aufbau anfangen. Aber das war leider, habe ich mich leider etwas zu früh gefreut, weil es sind noch ein paar Restarbeiten durchzuführen, bevor ich jetzt hier die Hochzeit vollbringe und zwar den Rahmen wieder auf den Motor setze und wieder alles zusammenbaue. Zum einen muss bei dem Rahmen. Da muss ich erst noch eine Werkstattpresse kaufen, um die Lagerschalen oben, wo die Federgabel oder die Lenkkopflager drin sind, wieder einzupressen. Ich werde jetzt eine gute Werkstattpresse oder eine für den Hobby geeignete oder für das Hobby geeignete Werkstattpresse besorgen. Ich mache da auch ein kleines Review drüber, Aufbau und ob man sowas überhaupt gebrauchen kann. Aber nichtsdestotrotz, heute soll es um den Tank nochmal gehen, um den Öltank, weil der innen, ich zeige euch das gerade mal, der ist ja innen noch nicht beschichtet. Und ich will eigentlich nicht in den unbeschichteten Tank Öl reinfüllen. Also ich denke, dass der irgendwann wieder rosten wird und alles Mist. Also werden wir heute hier den Öltank mal mit einer 2K-Beschichtung innen beschichten. Vorher erstmal innen reinigen und dann entrosten und anschließend in die 2K-Beschichtung auftragen. Ich habe da vor ewiger Zeit mal so ein Set gekauft. Da war ein Reiniger und ein Entroster und eine Beschichtung dabei. Den Reiniger und den Entroster, den kann man ein paar Mal mehr benutzen. Der ist da nach ein oder zwei Tanks noch lange nicht gesättigt. Das ist eigentlich nichts anderes als der Reiniger. Ja, das wird irgendwie ja, irgendein fetter Reiniger sein, aber auch nichts, was ein Lösemittel beinhaltet. Das wird, keine Ahnung, irgendwas auf einer Tensidenbasis sein. Gehe ich jetzt mal von aus. Und der Entroster wird nichts anderes sein als eine Zitronensäure oder eine Phosphorsäure. Ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht, wie man Teile mit Zitronensäure entrosten kann. Das verlinke ich euch mal hier oben in der Infobox. Könnt ihr mal reinschauen. Gut, dann würde ich sagen, weil das Längste dabei ist A, die Vorbereitung. Und die Zeit, die man warten muss, was halt die Säure dann hier innen drin in dem Tank erledigt. Los. So, also für die Vorbereitung habe ich jetzt erstmal alle Öffnungen von dem Tank verschlossen. Ich habe mir hier Schrauben zurechtgebaut. Ich habe hier die Öffnung zugeschweißt. Also, es ist egal, wie ihr den zumacht. Hauptsache, ihr macht den dicht. Ich nehme hier gerade Schrauben und habe die mit Dichtungsband hier eingewickelt und reingeschraubt und dann Wasser reingefüllt, um zu schauen, ob der Tank dicht ist. Also alles in Ordnung. Dann will ich den Tank jetzt hier außen noch ein bisschen schützen. Ich klebe den mit Folie und Kreppband ab, weil das die neue beschichtete Fläche hier nicht kaputt geht. Dann habe ich hier einen alten Tankdeckel. Den nehme ich eigentlich immer dafür, wenn ich einen Tank innen beschichte. Da braucht ihr nichts Hochwertiges, irgendwas Altes nehmen, weil das wird sowieso versaut von der ganzen Beschichtung hier. Ich benutze dazu hier von Tapox das TX10, nennt sich das, glaube ich. Ja. Also damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, funktioniert einwandfrei. Auch total easy in der Verarbeitung, kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Gut, dann klebe ich den Tank jetzt sorgfältig ab. Erstmal ein bisschen mit Folie oder. Ja, ich mache das und dann zeige ich euch das gleich wieder. So, ich habe den Tank jetzt ordentlich und sauber abgeklebt, dass an der Oberfläche nichts passieren kann. Ich lege den dann hier rein und befülle den mit dem Reiniger. Ich habe den jetzt draußen, koche ich den mit einem Wasserkocher ein bisschen auf, also dass der heißer wird. Ich glaube, nach der Bedienungs- oder Verfahrensanweisung steht drin, dass es ungefähr 60 Grad haben soll. Es ist halt bei dem Tank ein bisschen schwierig zu halten, weil hier auch kein Tauchsieder gescheit reinpasst. Also muss ich mich jetzt darauf verlassen, dass ich das mit dem Wasserkocher einigermaßen hinkriege. Das lasse ich dann ungefähr eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde einwirken und danach wiederholen wir das Ganze mit der Säure.
So, der Reiniger ist jetzt ungefähr eine Dreiviertelstunde in dem Tank. Ich will euch das gerade mal zeigen, ob man das erkennt. Und zwar hier kann man ganz deutlich sehen, wie der auch richtig da drin arbeitet. Moment, ich guck mal, ob ich das ein bisschen schärfer bekomme. Ja, genau so. Also da passiert schon ein bisschen was da drin. Bei der Säure ist es dann nachher genauso. Gut, ich mache jetzt den Reiniger raus und spüle den Tank dann jetzt mit normalem Leitungswasser erstmal durch. So, nach dem Reiniger habe ich jetzt den Tank mit Leitungswasser nochmal ausgespült. Ich musste den allerdings jetzt wieder auspacken, weil ich gesehen hatte, dass hier auf der Unterseite eine ganz kleine Undichtigkeit war von der Verschraubung hier. Und mir war das Risiko jetzt einfach zu groß, wenn ich im nächsten Schritt jetzt die Säure reinfülle, dass sich das dann in der Verpackung dann anstaut und mir die ganze Beschichtung wieder kaputt macht. Oder zumindest irgendwelche Rückstände auf der Pulverbeschichtung dann zurücklässt. Deswegen werde ich den Tank jetzt hier nur oben abkleben ein bisschen mit einer Folie und dass, wenn was überlaufen würde beim Einfüllen, dass das dann nicht gleich auf die Oberfläche kommt. Da muss man jetzt halt ein bisschen langsamer und feiner arbeiten, aber gut, es geht jetzt halt mal nicht anders. Ja, man könnte das natürlich auch alles vorher erledigen. Die Gefahr ist halt nur, wenn ich jetzt den Tank lackieren würde, dann ist das kein Problem. Dann kann ich den erst innen entrosten, kann eine Beschichtung auftragen und hinterher lackieren. Ist ja kein Problem. Aber bei einer Pulverbeschichtung, die wird ja erhitzt. Und da kann es dann sein, dass die 2K-Beschichtung innen drin wieder kaputt geht. Also wenn man einen Tank oder wenn man Teile Pulver beschichtet, kann man die 2K-Grundierung oder die 2K-Beschichtung hinterher erst auftragen. So, ich habe das jetzt hier nochmal ein bisschen abgeklebt und den Tank anders positioniert. Das heißt, falls was undicht werden sollte, also ich habe die Verschraubung alle nochmal nachgezogen. Da war wirklich tatsächlich auf der Unterseite so eine kleine Undichtigkeit. Aber bitte, bitte passt auf, wenn ihr die Säure jetzt benutzt, denn damit ist echt wirklich nicht zu scherzen. Weil die ist, wenn die heiß gemacht wird, doch ziemlich aggressiv. Immer vielleicht so zwei, drei kleine Sicherheitstipps. Am besten hier mal ein paar Handschuhe, die auch ein paar Chemikalien abkönnen und Schutzbrille. Und guckt auch auf jeden Fall, dass ihr den Mist nicht so einatmet, weil das ist echt saugefährlich. So, das lassen wir jetzt ich denke mal eine Stunde ungefähr einwirken. Dann müssen wir einfach mal schauen, wie die Säure innen drin reagiert. Und dann alles wieder auswaschen und ja. Aber das sehen wir gleich. Die Säure ist jetzt ungefähr auch eine gute Stunde im Tank. Und ich will euch das mal zeigen. Man kann es also auch echt gut sehen, wie die hier drin auch arbeitet. Das sieht man eigentlich immer, dass da so kleine Bläschen aufsteigen und dass das alles in Bewegung ist. Ich leere das jetzt aber alles zurück in den großen Eimer und danach machen wir den Tank, den spülen wir dann nochmal aus und dann trocknen wir den innen, dass wir dann die 2K-Beschichtung aufbringen können. So, ich habe den Tank jetzt noch mal richtig gut mit Leitungswasser ausgespült und jetzt will ich es euch mal zeigen. Ich hoffe, dass man es sehen kann, wenn ich hier ranzoome. Ich habe jetzt eine Taschenlampe mal in die Öffnung gesteckt und also der Tank ist, der ist innen drin richtig, richtig schön rostfrei geworden. Moment. So kann man es sehen, genau. Also die
die Wand ist wirklich, also die Innenwand ist wirklich schön rostfrei. Gut, okay, jetzt trockne ich den Tank noch mit einem Heißluftfilm und danach machen wir die Innenbeschichtung. So, alles klar, jetzt habe ich den Tank wieder abgedichtet und jetzt kommt hier die 2K-Beschichtung rein. Zieht auf jeden Fall dazu Handschuhe an und deckt euch ein bisschen den Arbeitsplatz ab, weil das Zeug ist, wenn das mal ausgehärtet ist, brutal. Das geht echt weder aus den Klamotten noch irgendwie vom Equipment runter. Was wir noch brauchen, ist hier den Deckel und um den abzudichten, hier ist so eine Gummidichtung oben drin. Aber ich klemme meistens noch eine Folie mit hier drüber, die ich dann zum Abdichten noch damit verwende. Wie gesagt, beim Anrühren von der 2K-Beschichtung. Ich habe da früher auch mal gedacht, ich kann da ein bisschen sparen und habe dann immer nur die Hälfte irgendwie zusammengemischt und hin und her. Hört auf, das wird nichts. Entweder habt ihr zu viel von der einen Komponente oder ein bisschen zu viel oder zu wenig von dem Härter. Am Ende bindet es zu schnell ab, kann reißen oder wenn ihr zu wenig Härter reinmacht, dann wird es überhaupt nicht richtig fest und bleibt immer ein bisschen flüssiger. Auf jeden Fall, also spart hier nicht am falschen Ende, mischt es komplett. Und dann kann auch nichts passieren, wenn das vom Hersteller so vorgegeben ist. Ich habe da schon viel Lehrgeld bezahlt, weil ich dann alle Arbeitsschritte dann nochmal wiederholen musste, nochmal entrosten, also was heißt entrosten, innen drin die Beschichtung nochmal mechanisch entfernen und macht es einfach so, wie es auf den, so wie es hier in der, wie es hier auf der Gebrauchsanweisung steht. Okay. So, jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir uns nicht so einbutzen. So, das ist das, das ist das. Ja gut, das sieht gut aus, das funktioniert. So, jetzt müssen wir das noch irgendwie unbeschadet in den Tank bekommen. Am besten, ich fülle das hier in so einen kleinen Plastikbecher um und gieße das dann von hier rein, ohne dass ich da Großsauerei mache. Oder versuche ich zumindest. Falls da irgendwie mal ein kleiner Spritzer auf den Tank kommen sollte, nicht gleich verrückt machen, den kann man hinterher ganz leicht wieder wegmachen. Von der Pulverbeschichtung, die ist da wirklich gutmütig, sag ich mal. Das geht ganz gut runter. Das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass ich hier natürlich alles versauen will.
So. Jetzt hoffe ich, dass ich das unbeschadet irgendwie in den Tank bekomme. So, okay. Das ist jetzt natürlich die heikelste Sache. Oh, schnell ab. So, jetzt muss man Lappen nehmen und das hier etwas entfernen. Ja, solange das noch frisch ist, kann man das hier ein bisschen mit Verdünnung runterwaschen. Nur ganz leicht. So, alles klar. Jetzt schraube ich hier die Schraube wieder raus und lasse das überschüssige Material dann wieder in die Dose zurück. Also man sieht auch schon, dass bei den Temperaturen jetzt im Sommer, da bindet es auch total schnell ab. Das ist hier oben ja schon fast trocken, ja. So, jetzt muss der Tank noch so lange gedreht werden, bis hier drin keine Pfütze mehr entsteht oder bis alles irgendwo verlaufen ist. Ich mache das jetzt noch in Ruhe, mal so eine Viertelstunde, und dann legen wir den Tank zum Trocknen hin. Und dann sollte der auch soweit dann auch fertig sein. So, ich habe den Tank jetzt ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten gedreht, dass da, auch wenn jetzt noch ein bisschen was von der Tankbeschichtung innen drin flüssig ist, überall noch mal hinläuft. Jetzt tue ich den immer drehen, so alle Viertelstunde drehe ich den nochmal, und dann mache ich die Verschraubungen raus und lege den dann zum Trocknen in einen gut belüfteten Raum. Ja, soweit sind wir jetzt eigentlich durch mit dem Tank. Ich drehe den jetzt ungefähr alle 20 Minuten nochmal immer auf eine andere Seite, falls da doch noch irgendwas drin flüssig sein sollte, dass das dann noch schön verläuft und sich da keine großen Pfützen irgendwie bilden können. Aber ich mache jetzt nochmal eine Nahaufnahme von der Beschichtung. Und ja. So, also die Beschichtung hier ist wirklich richtig gut geworden. Die ganzen, also die Innenwand ist richtig gut benetzt mit der 2K-Beschichtung. Also ich lasse den Tank jetzt ungefähr 10 Tage liegen, bevor ich den montieren kann, damit ich ja auch auf jeden Fall sicher gehen kann, dass der gut ausgetrocknet und innen drin wirklich gut versiegelt ist. So, ja, das war das Video von der Tankbeschichtung. Ich hoffe, es hat euch gefallen, und ich würde mich freuen, wenn ihr unten in die Kommentare schreibt, was ihr für eine Vorgehensweise habt oder welche Produkte ihr benutzt, ob ihr jetzt also eine Benzintankbeschichtung oder eine Öltankbeschichtung, wer das auch schon mal gemacht hat. Ja, ansonsten bitte haltet auch die Sicherheitsbestimmungen ein, gerade wenn man hier mit der Säure und mit dem Reiniger arbeitet, weil das ist echt doch brutal aggressiv, vor allem wenn es heiß gemacht wird im Wasserkocher.
Schutzbrille, Handschuhe, ja, habt ihr ja im Video gesehen. Gut, dann blende ich euch jetzt nochmal die aktuellen Projektkosten ein. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Restaurationsvideo von der Horex wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.